Guten Tag, hier ist der Gusor und hinten dran ist noch der. Ram. Ja, genau, der Rampless. Nicht mehr COC, sondern eigentlich Rampless Clash Royale. Das ist voll nice mittlerweile, Mann. Und zwar, ja, haben wir uns gedacht, ah, oh Mann, nehmen wir COC auf, nehmen wir Clash Royale auf. Und ich dachte mir, na gut, okay, so viel konnte der Rampless ja mit COC momentan nicht begeistern, sage ich jetzt mal. Deswegen dachte man so, ah, komm, scheiß drauf, komm, ziehen wir eine Runde Clash Royale ab. Ich hau hier erstmal meine Kisten raus. Mal gucken, ziehe ich hier was Schönes? Ein Knall, Kobolde, naja, to toll, Knall und Kobolde, Ich spiele beides. momentan allgemein ja auch mehr Clash Royale als Clash of Clans, einfach aus dem Grund, weil keine Ahnung. Ich komme halt wie. Ich weiß nicht, das Spiel, das bockt sich halt einfach. Ich, Ich habe nee, keine die Ahnung. Sache ist halt einfach wirklich die. Ich bin halt einfach der Meinung, wenn man halt sagt, gut, okay, das und das Spiel gefällt mir halt nicht mehr so gut oder wie auch immer, dann bringt es halt auch nichts. Das ist ganz klar. Und was ich wiederum sage, was ich auch von Anfang an gesagt habe, wenn man jetzt zum Beispiel dasteht und sagt, ich spiele Fisch Simulator 2011. So, ist natürlich klar, kriege ich keine Klicks drauf. Also wenn ich hier jetzt irgendwie ein Video hochlade und 3 Klicks bekomme, dann lasse ich sowas auch sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, okay, mir gefällt halt Clash of Clans halt nicht mehr, dann kann man halt eben auch wechseln. Logisch, das ist halt nun mal nicht anders. Ich habe mir von Anfang an gesagt, ey, komm, ich zieh mit Clash of Clans durch, weil ich es einfach auch noch besser finde als CR. Aber das kann jeder sehen, wie er möchte. Fertig aus. Und dann kann sich halt jeder umgucken und sagen, gut, okay, passt auf. Zum Beispiel Diziax macht kein COC mehr. Okay, dafür macht er halt eben Clash Royale und fertig ist. Also das finde ich gar nicht wild. Also Ist aber alles auch cool. einfach, weil es halt voll gehypt wird jetzt mittlerweile. Ja, klar, Keine Ahnung. logisch. Ne, Bei nicht mir nur zum mittlerweile. Beispiel, bei mir ist das große Problem, keine Ahnung, in meinem Clan sind die Leute mittlerweile sau inaktiv, weil die meisten sind ja maxed out. So, das Clash of Clans gibt es ja seit 2012. Das heißt, das Spiel ist 4 Jahre alt. So, die Leute spielen ja seit Beginn, seit der Beta ungefähr, auch in meinem Clan. Und da war halt das doof, die sind alle mittlerweile total maxed out halt. Die machen nur noch Clankriege, fordern an, geben keine Spenden. Ich will jetzt niemandem unterstellen, aber das ist halt voll langweilig, Mann. Deswegen weiß ich halt nicht, was man daran groß machen soll. Ich habe mir schon mal überlegt, vielleicht mal einen neuen Clan. Keine Ahnung. Ich wollte es auch in Clash of Clans, im Clash Royale meinen Clan machen. Keine Ahnung, aber ich finde Clash of Clans so an. Bleh, ich habe voll die Zungenbrecher COC und mittlerweile. Ja, CR, ganz einfach. COC, Ja, COC Cock ist dann und. wieder was anderes, ja. Genau. Clash Royale. So, das finde ich auf jeden Fall so nice. Deswegen finde ich es auch geil, dass die von Supercell jetzt mittlerweile überlegt haben, dass sie von Clash Royale mehrere Sachen jetzt mit integrieren in Clash of Clans, damit vielleicht der ein oder andere wieder zurückkommt. Ich finde es halt auch zum Beispiel extrem cool. Wir starten jetzt, by the way, einfach mal schon mal das Testspiel gegeneinander, Ja, oder? stopp, Bevor stopp, wir stopp. dann Nee, mal. nee, nicht by the way. Nee. Also wenn dann, also wir nehmen es natürlich an. Wenn dann will ich komplett. Ach so, du bist Sechser. Okay. Genau. Aber ich denke, das sollte kein Problem darstellen. Ich habe schon gegen den Level 9er gespielt, deswegen kann ich nicht Okay, starten. dann genau. Denn ich halte jetzt meine Schnauze. Ich will nämlich nicht dann total verkeigern. Ich weiß auch nicht, fuck, du hast einen Magier, Mann. Ich weiß nicht, du hast da den Vorteil einfach, du hast halt hohe Truppen. Ich meine, schau mal an, du hast einen fucking Level 6er-Riesen gegen mich. Was ist denn das jetzt an? Ja, aber ich finde es halt so nice, jetzt auch durch die Freundschaftsspiele einfach jetzt Ich finde das mittlerweile total dann. geil und ich finde es auch gut, dass die sich halt jetzt wirklich bei COC das halt wirklich diese Scheibe sozusagen abgeschnitten haben von CR und halt wirklich so in Anführungsstrichen das Beste draus machen. Und halt sagen, gut, okay, passt auf, bei CR gehen sie halt total drauf ab, dass man halt gegeneinander spielen kann und dann ist es doch total geil, dass sie das auch bei COC machen. Einwandfrei, ich stehe da total drauf. Ich finde, bei Clash Royale, ich finde es schon saugeil. Du hast halt wirklich den Vorteil, du hast jetzt immer was zu tun. Ich meine, die haben jetzt bei Clash of Clans, haben sie ja jetzt auch so ein Balance-Update rausgehauen, wo sie natürlich jetzt auch schon versucht haben, die Ausbildungszeit zu verkürzen. Aber das hat auch nicht wirklich viel gebracht. Keine Ahnung, keine Sau spielt das mehr. Die haben die Valkyren geupdatet, die haben Freundschaftsspiele gemacht. So, keine Ahnung. Also mir kommt so vor, dass da trotzdem, ich meine, du spielst ja noch Clash of Clans, Ja, ne? ich bin da total noch dabei. Aber ich weiß, was du meinst. Ich denke auch, die mussten jetzt gegensteuern, weil sie gemerkt haben, oh, uns gehen die Spieler verloren. Das Das stimmt denke schon, da ich. hast du schon recht.
Du gibst mir voll übel, ne? Direkt in den Po! Ja, Ja, ich hab schon genau. gecheckt, man, irgendwo so ein bisschen vom anderen Ufer, das habe ich schon gemerkt. Ach so, genau. Apropos Hashtag vom anderen Ufer. Ich bin derjenige, der schon 10 Jahre verheiratet ist. Ja, da kann ich noch nicht mithalten mit meiner Freundin. Nee, aber geht ja auch schlecht, ganz klar. Ich meine, uns trennen ja auch ein paar Jahre. Also von daher ist Sind das wir schon alles mittlerweile safe. schon 9 Monate? Es war ja auch schon. Wie lange war das her? Es war ja auch schon fast eigentlich ein Jahr jetzt her, wo wir das letzte Mal gezählt haben, oder? Ja, Also locker, ein allgemein auch, glaube ich. länger, glaube ich sogar noch. Scheiße, Alter, ich hab jetzt. Ah, ey, du hast mich angequatscht, du alte Sau. Ey, weißt du, quatscht da mich hier voll. Und, oh, ich hab mir nicht gesagt, ey, ich darf mich nicht bequatschen lassen, ich darf mich nicht. Ja, und dann sitzt du da mit Aber offenem jetzt Haar, hast du ohne trotzdem den Gisela. Vorteil, du hast mir mit deine Pfeile aber ganz schön gegeben, ne? Klar. Schau mal, diese Magier, die sind so Ja, Magier dumm. ist total krank. Weißt du, Aber ich der muss auch Typ, sagen, der hat schon viel Leben und dann, weil wie viele Truppen hast du jetzt, überflutest du mich total. Weil der hat eh schon viel Leben und macht noch Flächenschaden, Mann. Das ist so assi einfach. Aber ich habe mich echt gut gegen dich gehalten, Mann, für das, dass ich jetzt 2 Level du hoch sollst bin. aufhören zu quatschen, ich bin total abgelenkt. Scheiße, ey, ich habe nicht mal einen Free Crown gemacht. Müssen wir gleich nochmal eins machen. Komm hier, gleich nochmal eins hinten rein. Also Ey, nein, aber hinten rein. Oh, wird wieder. wohlgemerkt, ne, wohlgemerkt, nicht, dass irgendwer flamet, so, dass ich vor der Loser bin irgendwie, aber 2 Level Unterschied machen bei Schock viel aus, Ja, ne? natürlich. Hallo, logisch. Ich meine, man sieht es ja, wenn man Level kriegt von der Truppe, was gibt es? 8 Erfahrungen oder so vielleicht, oder 20, was weiß ich. Nee, das ist schon ein riesiger Unterschied. Also zwischen 8 und 6 ist schon richtig, richtig krass. Na, wie ist das bei dir? Wie sieht es bei dir kommentartechnisch aus? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe das ganz, 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 wirklich ganz oft gehabt, dass welche geschrieben haben, oh ja, du bist irgendwie Level 7 und bei dem Level bist du erst bei den und den Poki-Anzahlen, wo ich mir dachte, ja, und? Und jetzt merkt man eben auch, Alter, ich quatsche zu. Du bist so ein Sackarsch, Alter. Echt. Ich darf nicht. Also ich bin halt voll der Noob, keine Ahnung. Ja, halt's Maul, Junge, Alter. Ich kenne halt das Spiel noch nicht so lange und da ist einfach die Hm, Sache. genau, Ich habe ja genau. noch keine Ahnung, wie ich was platzieren muss und so. Deswegen, ich muss da auch erst reinkommen. Ich meine, schau mal, bei Clash of Clans, da hat man auch ein wenig länger gebraucht einfach, um sich mal Und du brauchst reinzufinden, was das grundsätzlich länger, das ist halt so. denke ich auch. Ja, warum wartest denn du? Man platziert halt irgendwas und dann. Nicht das, Junge. Ich habe voll Angst. Ja, jetzt hätte ich auch an deiner Stelle, Junge. Du bist ein Assi, Ja. weißt So. Dir tut jetzt gleich der Po Nein! weh. Oh, guck mal hier, Feuergeister, Junge. Boom. Die explodieren voll, das ist Ja, mir schon klar. aufgefallen. Die gehen ja voll auf einen zu. Was Die, ist denn ey, und das das? Krasse ist einfach, die kosten 2 Elix. Gar nichts. Zwei. Ja, ich habe ja auch gesehen, diese Legendaries, diese Prinzessin ist ja mal übel, die verbraucht nur 3 Elixier Ja, das ist krass, und aber ich meine, aushalten tut sie zwar nichts, aber ich aber meine, die hat ganz die übler ehrlich, Range. die Range ist total krank. Die ist schon richtig, richtig krank. Eben, deswegen ja, das ist ja über Range, weißt du, da kommst du ja kaum ran. Das ist halt einfach das, hast du voll den übelsten Nachteil. Lass doch dein Koboldfass einfach bei dir, wo es ist. Höre ich dein kleines Mimi. Komm schon jetzt oder Oh, auf wie er einmal! den, ey, wie er die geschoben hat, die Truppe. Was ist denn mit dir Ja, kaputt, das ist Junge? mir voll aufgefallen. Du kannst vor den Elevator spielen, nämlich. Elevator. Ja, der Elevator geht aber von oben nach unten oder andersrum und nicht von links nach rechts. Ja, Also, aber nein. du weißt schon, wie ich es meine halt. Man Ja, kann halt, klar. man kann die Truppen halt Ey, wirklich so jetzt. Alter, zieht mitschieben. er mir den Turm ab. Alter, du sollst mich nicht bequatschen. Oh, so ein Sack, Alter. Aber jetzt mache ich einen Push, Alter. Jetzt mache ich einen richtigen Push. Guck mal hier, was ich dir jetzt bringe. Guck mal hier, ein Was Magier. denkst du denn? Du bist ein Assi. Greift der Magier eigentlich Luft an? Ja. Ja. Okay. Und ich liebe es. So, und jetzt gehst du richtig down, Junge. Ach, Yeah, jetzt. er geht down, er geht down. Nein, doch, du Ja. bist ein Ja, Assi. richtig, richtig, richtig. Oh, richtig geil. Nee, aber es ist halt einfach wirklich so eine Sache. Aber dann musst du ja nach mir auch angefangen haben zu spielen, oder was? Oder.
Mit CR jetzt. Ich spiele Clash Royale vielleicht jetzt. Ich spiele mal gerade gegen Sandro. Du kannst ja kurz in den Live-Fight reingucken, Ich schau zu. dass du siehst, wie ich rasiert werde hier von Sandro. Sandro ist bei 3094 Pokalen. Oh. Ja, der gibt mir gleich richtig in die Und der Kiste, ist auch Alter. nur Level 9, ne? Ja, er hat richtig rasiert, Junge. Ja, die Sache ist, ich weiß doch auch nicht mal, wie lange spiele ich denn schon Clash Royale? Monat? Vielleicht, maximal. Vielleicht. Ich Länger noch denke nicht, länger. ja? Nicht mal länger. Ich denke sogar, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Alter, wie er mich so hart rasiert gleich. Er Glaub ist schon mal. echt geil platziert. Ja, er kann's halt. Oh, hier, komm. Directly in the face. Jetzt gibt er dir mit dem Schweinere. Oh. Ach, nüsch ist, Alter, Schweinereiter. Ja, schön, haut dann Sepp rein, Alter. Nice gekontert, ne? Naja. Mal sehen, was er jetzt macht. Naja, er wird feilen, klar. Erwischt da alles. So, und was ist seine letzte Karte? Ihr habt jetzt beide ganz viele Karten benutzt, aber eure letzte habt ihr noch nicht ausgespielt. Du Ich hast habe den Riesen Riese noch wahrscheinlich. nicht drinnen gehabt, genau. Und der weiß ich nicht. Den sehe ich leider nicht. Das ist ein Fragezeichen. Oh, ich habe Angst. Nee, die Feuergeister lasse ich noch. Du musst den Magier verteidigen jetzt. Oh. Ja, der ist weg. Puh, was? Der macht mir einen Ja, Feuerzauber mit. Der das weg. ist richtig, richtig krass, ja. Sollte man eigentlich beide im Deck haben? Was? Beide Zauber, sprich den Pfeilhagel und den Feuerball. Also ich habe zumindest nur die Pfeile drin, weil die von der Range halt total OP sind. Weil du hast halt wirklich, du kannst halt komplett die ganzen Luckys und alles wegballern. Das ist schon ziemlich geil, finde ich. Ja, stimmt, es greift ja, Die stimmt. Fläche ist halt mega mäßig. Oh, jetzt will er dich Ja, rushen. klar. Ja, Nee, das der ist. zieht mir so die Hosen aus, geht gar nicht. Zack, Ja, sogar dein Feuerschild oh, toll, verwischt. da fällt der erste Turm. Ja, ist halt. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja, ne, da brauchst du nicht gespannt sein. Jetzt kriege ich richtig auf den Sack, Alter. Oh, der knüppelt dich Ja, weg. klar, guck mal hier. Das Der ist knüppelt, der knüppelt. Du hast noch das 600? Komm schon, jetzt ja, geht's. jetzt hier den Mega-Push starten. Sowieso. Sag mal, der Standard halt. Barbaren Level 9. Ja. Aber der hat ja auch so ein Low-Level-Deck, ne? Hier 2 LX, Naja, 2 aber LX, das 4 ist LX. total, ja, das ist total geil. Also ich stehe halt auch da und habe halt jetzt auch, ich glaube, meins ist 3,4 oder sowas. Also wirklich relativ low. Und damit bin ich dann halt wieder ein bisschen höher gekommen, weil ich habe mich die ganze Zeit mit Arena 5, ist das war, wo ich jetzt. Nee, warte mal, ich guck mal gerade. Arena 5, genau. Habe ich mich ewig rumgeschlagen und jetzt hatte ich es dann sogar schon mehrfach, dass ich sogar schon in Arena 6 war. Und von daher passt das eigentlich ganz gut. Also das Nice. ist ganz in Ordnung. Wollen wir nochmal gegeneinander? Ich denke, die Länge ist in Ordnung. Ach so, okay. Ah, okay. Du musst wieder los. Deine Freundin ruft. Ja, nee, vollkommen in Ordnung. Ich würde mal sagen, war ja lang genug. Ja, dann, wenn ihr den Ramples nochmal sehen wollt, das seht ihr natürlich aus seiner Perspektive dann auf seinem Kanal. Den verlinke ich euch natürlich auch. Und dann würde ich mal sagen, passt das und ihr haut rein. Ciao, ciao. Haut rein, tschüss.